So, weiter hoppeln und Dings. So, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht die Streichholzgeschichte ist. Weil, ich nehme an, dass es ein Mädchen ist, weil Rock, aber ganz ehrlich, wir gucken uns das Wetter hier an. Dieses Kind sieht nicht so aus, als wäre es mit seinen roten Käppchen da irgendwie für dieses Wetter bewaffnet. Ich meine, wer schickt denn bei dem Wetter bitte schön so ein Mädchen mit so einem komischen kniehohen Rock hoch? Also nicht mal kniehoch. Meine, what? Da wird so komische Gummistiefel, die bestimmt einen Wärmewert von 0 haben. Oh nein, das ist das kleine Streichholzmädchen. Ich kenne die Geschichte immer noch nicht. Außer, dass sie anscheinend irgendwie am Ende im Schnee stirbt, bis irgendwelche Engel sie retten. Also, nee, nicht retten, sondern die kommen, Engel kommen natürlich erst, nachdem sie gestorben ist. Selbstverständlich. Hallo, würdest du gerne ein paar Streichhölzer kaufen? Sie sind gut im Feuer machen. Ein Streichhölzerverkäufer an dieser Tage und Alter? Das ist doch ein Witz. Wärst du ja sehr dankbar, wenn du welche kaufen würdest. Bitte? Wie viel? Es ist 100 Yen in einer Schachtel. Wenn du einem vermehren würdest, dann wäre das auch gut. Okay, kaufen. Sicherlich, ich nehme Bock. Ah, vielen Dank. Muss ziemlich hart sein, das hier in der Kälte zu machen. Versuchst du das kleine Streichholzmädchen wie in der Geschichte? Ja, ich dachte, vielleicht könnte ich es genau wie sie machen mit den Streichern, die ich zu Hause habe. Ah, lol. Ha, das ist ziemlich süß. Eine schöne Art zu spielen. Oh, ich tue nicht nur so. Ich brauche das Geld wirklich, so dass ich ein Geschenk für meine Mutti kaufen kann. Wirklich? Wo ist deine Mutter gerade? Auf der Arbeit. Sie arbeitet den ganzen Tag und dann die ganze Nacht, weil mein Papa nicht mehr bei uns ist. Ha? Ist nicht mehr bei euch? Er ist krank geworden und ist dann vor langer Zeit gestorben. Das ist, warum ich die Einzige bin, die ein Geschenk für Mutti kaufen kann. Ah, ich verstehe schon. Du bist eine gute Seele, kleine Lady. Aber alles, was so aussieht, ein Kind wie, so klein wie du sollte sich eher auf seine eigenen Geschenke freuen. Mach dir keine Sorgen. Schau dich an, du zitterst. Mir geht's gut. Mutti arbeitet viel härter für mich jeden Tag. Bitte kauf noch mehr. Streich jetzt noch von mir, wenn du mich wieder siehst. Ich bin hier den ganzen Tag. Warte mal, bin ich jetzt den ganzen Tag hier? Sie ist der Punkt, ne? Ja. Bin ich hier den ganzen Tag? Ich weiß nicht, ob das hier so der beste Ort ist, um Streichhölzer zu verkaufen. Okay, ist das jetzt die Mutti, die ihre Tochter sucht? Ne, das ist irgendwie andere random NPCs. Okay, von Leuten, die bis jetzt kurze Röcke anhatten, die absolut nicht für die Temperatur passend aussahen, hat sie auf jeden Fall jetzt... Sie hätte nicht mal irgendwie hohe Schuhe an. Im Club war es immer so, war es in letzter Zeit so still. Kein einziges Mal, dass jemand einen Himura gezogen hat. Aha. Also, Himura war doch unser Buddy aus dem Knast, oder? Moment, ich habe ja hier meine Notizen. Himura, ja. Ja. Das ist ziemlich schade, weil es gibt diesen Kaguya viel zu viel Zeit, um nervig zu sein. Hey, sie schneidet besser als du ab. Du musst dich ein bisschen mehr anstrengen, wenn du regelmäßig Kunden haben willst. Ha? Hat sie gerade Himura gesagt? Das ist wahrscheinlich dann Himuras Club, nehme ich mal an. Es ist ein Hotel aus Hessen. Okay, ich verzeihe Ihnen das, dass sie einen absolut nicht passenden Rock anhat. Oder Hotpants? Oh. Oh nein, das ist das kleine Streichholzmädchen. Das ist schlimm, bestimmt ist nicht. Hey, du bist der große Mann, der mit mir vorhin geredet hat. Kleine Lady, wenn du... Du kannst hier draußen nicht für Stunden rumstehen. Wenn du umkippst oder krank wirst, dann wirst du deiner Mutter nur noch mehr Sorgen machen. Aber ich habe noch gar keinen Streichhölzer verkauft. Du wackelst wie ein... Du schüttelst dich wie ein Blatt. Du bist wahrscheinlich bis zu den Knochen erfroren. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen... Mir ist vielleicht ein bisschen kalt. Warte hier, ich hol dir was zu essen. Habe ich nichts zu essen bei? Ich habe ein... Ja gut, okay, das zählt wahrscheinlich nicht als Essen. Okay, ich habe nichts zu essen. Soll das übrigens heißen, dass die Himura-Story, die er uns erzählt hat, wo er diesen komischen mit Ole Kaguya abgehangen hat, dass die wahr ist? Das ist hier vorne ein Restaurant, das ist die Lammbude, aber die verkauft bestimmt nicht zu... Verkaufen die zu Go? Wahrscheinlich nicht, oder? Bist du bestimmt wieder in irgendeinen M-Store einlatschen, oder? Ich kann ja erstmal selber was essen, ne? Bevor ich hier irgendwie... Oder haben die To-Go? Nee, die haben nicht To-Go. Wir hätten das Mädchen natürlich einfach mitnehmen können. Bist du bereit für die Bestellung? Ja, total. Nehmen wir noch hier den Knochen-Dingsbums. Ach, keine Ahnung. Immerhin ist Geld gerade nicht unser Problem. Wir hätten dem Mädchen noch einfach 30.000 Yen geben können. Gut wäre gewesen.
Hätte natürlich auch Scam sein können. Ich habe neulich irgend so einen Essenslieferboten. Ich habe keine Ahnung von welcher Firma, es war nicht die übliche. Über den Weg geholfen zu meinen Nachbarn. Weil ich den Namen nicht zufällig erkannt hatte, weil er die falsche Adresse hatte. Und den Typen hätte ich auch beinahe richtig doll ignoriert. Weil ich hätte erst dachte, dass... Nee, das ist die Jimbo, was ist er denn mit der Kapuze da? Weil ich hätte erst dachte, das ist auch wieder so ein random Typ, der mich irgendwie anbetteln will. Weil ich habe halt dann seinen komischen Rucksack nicht gesehen. Tsukimo Guide. Was haben wir hier noch? Karaoke? Was ist das da für eine Kiste? Ah, das ist Ambitious, die Bar. Von Ambitious gibt es auch nochmal eine Quest, das ist ja auch interessant. Isaka Hanako? Achso, Hanako ist ja ein Spiel, ne? So, was brauchen wir denn? Ich brauche doch hier nur so ein Essen. Dann muss ich jetzt echt bis zum Don Quixote laufen? Sumire? Curry Shop S? Psycho Markt. Okay, ich muss jetzt echt den ganzen weiten Weg bis zu Don Quixote die Straße hochrennen, ne? Das ist ja voll anstrengend. Na gut, dann machen wir das. Toll. Ja, wo war ich gerade? Ach genau, ja, diese ganzen Betrugsmaschen immer. Und welche Leute versuchen, die irgendwelche Soap-Stories zu erzählen, alternativ am besten noch mit Kind auf dem Arm. Das ist halt... Das senkt halt echt die Chancen, um, wenn du wirklich Probleme hast, dass dir irgendwer hilft, ne? Also ich... Wo ich neulich krank war, mit dem Gleichgewicht, da hätte ich mich auch gefragt, wenn ich es nicht nach Hause geschafft hätte, ob mir irgendwer geholfen wäre, so auf halbem Weg nach Hause irgendwie umgekippt wäre oder so. Oder ob wer sich um mich gekümmert hätte oder ich einfach... Das scheint jetzt irgendwie meine Go-To-Taktik gegen Leute zu sein, die sich nicht wehren können, ist die einfach... ...sie einfach sich die Gegend zu werfen. Ja, da hinten ist so... Man hat anscheinend auch sowas wie Hyper-Armor, während man Gegenstände durch die Gegend haut. Ich würde das Motorrad gerne per Finish in den Kopf hauen, aber geht nicht. Naja. Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber ich nehme mal an, dass halt sowas wie Hilfsbedürftigkeit ist halt eine freie Ressource. Und das machen sich Leute halt zunutze, ne? Dass sie sich halt denken, ja, das kann ich ausnutzen. Das ist ja hilfsbereit, also das ist halt quasi so, als wäre... Ja, keine Ahnung, was hier jetzt geht, so eine Suppe. Hot and Sour. Ah komm, Shiny's Chicken. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Dass es halt einfach ausgenutzt wird, das ist sehr schade. Das ist, glaube ich, auch ein großes gesellschaftliches Problem. Also ich komme übrigens aus dem Winkel gerade, weil ich meinte, wir hätten ja einfach 330.000 Yen geben können, die Story wäre zu Ende gewesen. Aber es hat natürlich immer diese Betrugskomponente. Und das Ding ist halt, dass das Leben wird irgendwie angenehmer, wenn Dinge... noch so einen gewissen Puffer haben. Also irgendwie, wenn du halt irgendwie zu Leuten so ein gewisses Vorschussvertrauen geben kannst, dass nicht ausgenutzt wird, du halt irgendwie davon ausgehen kannst, dass die Leute nicht irgendwie berufsmäßig damit beschäftigt sind, dich auszunehmen. Oder aber, oh nein, das sind noch mehr so, nein, oh, diese Idioten, was machen die denn da? Oder wenn halt Leute nicht damit zu tun haben, irgendwie den letzten Penny aus dir rauszuquetschen, also aka Kurtaxe. Ist ja immer noch mein Lieblings... Mein Lieblingsprojekt, ne? Oh, das ist der Skill, den ich gelevelt habe, ne? Absolut verschwendet, das einzelne Typen. Ich hab doppelt auf Stärke. Der Kurtax ist halt doch so ein Ding. Das ist halt auch so ein Nickel- und Dime-Ding, ne? Das. Alter, würdest du mich bitte mein Fahrrad schwingen lassen? Anstatt hier den Bruce Lee raushängen zu lassen? Also wirklich. Oh, und das die Welt wäre halt irgendwie ohne Kurtax irgendwie schöner, weil das ist halt so eine maximal unehrliche Gebühr, ne? Aber das hast du ja auch öfter irgendwie so, dass die Leute irgendwie noch die letzten 3 Cent aus dir rausholen würden. Weil, keine Ahnung, wenn dann irgendwie irgendwas noch extra kostet, was eigentlich mit drin sein sollte, weil eigentlich nur überhaupt keinen Unterschied für die Leute macht. Aber... So, ich kann mich nicht erinnern. Weil die halt irgendwie der Meinung sind, die holen sich noch ab, der liegt ja noch da. Oder wenn halt irgendwie so Unternehmen ihren eigenen Mitarbeitern gegenüber irgendwie den Kaffee noch in Rechnung stehen würden. Ob die Kaffeekosten, weiß ich nicht, 0,02% des Jahresbudgets wären oder so. Oder des Personalbudgets, und das keinen Unterschied macht. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Scheiß halt dann in Rechnung gestellt wird. Und das Leben wäre halt irgendwie schöner, wenn das einfach so in dieser Pufferzone wäre.
Aber an sich verlangt die Gier, beziehungsweise das nehmen wir es einfach mal den Kapitalismus, aber das ist es eigentlich nicht. Och Mann, was willst du denn noch? Oder muss ich ausweichen? What's up, man? Give me money, please. Warum redet der auf Englisch mit mir? Verstehe nicht, oder? Ich meine, er hat immer ein Bitte gesagt, ne? Wollen wir uns noch nicht beschweren? Aber trotzdem. Naja, auf jeden Fall, das ist mir... Ich glaube, so würde ich den Unterschied zwischen angenehmes Leben und irgendwie anstrengende, nervige Sachen definieren. Dass dieser irgendwie dieser Vertrauenspuffer-Ding da ist oder halt in Geldsachen. Ich glaube, das macht so angenehm, reich zu sein, weil du kriegst Sachen umsonst, weil es gehört halt einfach dazu. Achso. So. Wo ist denn jetzt unser Matchstick-Mädchen? Nee, das hier ist sie nicht. Was ist denn noch der Trabea? Hallo? Geht's dir gut? Was soll ich dir geben? Ich nehme hier diese Suppe. Hier, ist das. Das wollte ich gleich wieder nach vorne bringen. Vielen Dank. Ha, das war sehr lecker. Vielen Dank. Ja, kein Ding. Du gehst jetzt aber nicht wieder direkt wieder zurück, dass du irgendwelche Scheiße verkaufst, oder? Ich muss doch. Ich muss 5 mehr Boxen verkaufen, damit ich meiner Mutti ein Geschenk verkaufen. 5 mehr Boxen, das ist ja ziemlich leicht zu verkaufen, oder? Ah, ich weiß nicht. Niemand hat irgendwelche gekauft, seit du eine ganze Box gekauft hast. Wirklich? Verdammt. Tja, da ist wohl nicht allzu viel Nachfrage noch, oder? Das sollten 500 Yen sein. Ich könnte dir das Geld einfach geben, aber sie möchte es verdienen. Ist da was los? Oh, nichts. Ich habe nur nachgedacht. Let yourself help sale matches? Ich versuche jetzt zu verkaufen, das zu helfen. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich werde dir aber helfen, deine Streiche zu verkaufen. Nur 5 Boxen, oder? Das kann ja nicht wirklich schwer sein. Was, das würdest du wirklich tun? Du wartest hier. Ich guck mal, ob hier jemand was kaufen will. Komm mir mit. Das klingt doch gut, oder? Vielen Dank, ja. So, ich soll jetzt hier... Jetzt können wir Leute anreden. Hallo! Mein Herr, wollen Sie Streichhölzer kaufen? Streichhölzer, was ist das denn? Das neueste Ding auf der Straße? Oh, was hast du? Streichhölzer, hast du gesagt, das ist gutes Zeug. Ich suche nach Sachen, mit denen ich richtig drauf machen kann. Nein, ist nichts dergleichen. Ich rede hier über echte Streichhölzer. Du weißt schon, diese kleinen Stäbchen, mit denen du Feuer machen kannst, wenn du die kratzt. Willst du eine Buchs für 100 Yen kaufen? Okay, ich verstehe schon. Wenn ich mehr über deine Waren will, soll ich ein kleines, etwas kaufen? Ist es das? Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. Ja, Mann, ich verstehe schon. Gib mir so eine Box. Ah, wirklich? Na gut, dann vielen Dank. Du hast eine Box Streichhölzer zu verkauft. Was soll denn schief gehen? Okay, das ist tatsächlich irgendwie witzig, oder? Oder was? Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch 4 weitere Boxen. Okay, alles klar. Keep helping her sell them. Alles klar, ich werde dir weiterhin helfen. Aber muss ich jetzt jedes Mal zurückrennen für jeden einzelnen Kunden? Ich meine, irgendwie ist es witzig, ne? Dass ich hier irgendwelchen Leuten irgendwie hier streite oder so. Hier, mein Herr. Sieh mal noch ein bisschen. Hey, Kumpel, willst du ein paar Streichhölzer kaufen? Hast du gesagt Streichhölzer? Was für ein Zufall. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich mir welche zu Hause abholen sollte. Wirklich? Naja gut, hier 100 Yen kannst du eine Box haben. Ich nehme auf jeden Fall eine. Sehr praktisch. Vielen Dank. Brauchst du noch was? Für meine Pfeife. Jeder, der Pfeife raucht, weiß, was für ein Schmerz ist, das mit einem Feuerzeug zu machen. Und mir sind die Streichhölzer ausgegangen. Aber schau und seh, du bist aufgetaucht. Schön, dass wir dich gefunden haben. Ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast eine Box Streichhölzer verkauft. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Einsatzzweck, der mir so einfällt, ne? Was? Ich habe gerade den Text weggestrichen. Hat sie gesagt, sie hat noch ein weiteres Ding verkauft? So, wir helfen ihr weiter. Ich meine, was soll schief gehen, außer dass gleich der Junkie zurückkommt? Der sind der Streichhölzer. Mein Herr, brauchen Sie Streichhölzer? Hey, wir haben ein paar Streichhölzer, nicht 100 Yen die Box. Weißt du, mit wem du redest, alter Mann? Die Yakuza haben keine Zeit für deinen Bullshit. Ah. Hey, du musst mich nicht anschreien. Du machst dir nur Angst. Was sagst du da? Beruhig dich hier. Möchtest du ein paar Streichhölzer kaufen oder nicht? Möchtest du einen Todeswunsch kaufen? Oh. Ich meine, er steht hier dämlich rum, ne? Immer dann denken, wir haben ein kleines, ich denke mal an so 10-jähriges Mädchen neben uns stehen, ne? Das zeigt dir auf jeden Fall, wie es läuft. Wozu hast du gelernt, so zu kämpfen? Ich bin nur ein kleiner Streichhölzermann mit einem kleinen Streichhölzermädchen. 100 Yen in die Box. Möchtest du einen oder nicht? Na gut, ich nehme schon eine. Hau ab. Vielen Dank. Danke. Du hast eine Streichhölzbox verkauft. So, haben wir jetzt alle nichts. Sie hat gesagt, noch 2 weitere, ne?
Hallo, freches Mädchen. Oh, du hast drei Kisten verkauft. Vielen Dank. Jetzt müssen wir nur noch zwei weitere verkaufen. Wirklich? Na denn? Wir verhelfen mir weiter, welche zu verkaufen. Okay, wir verkaufen weiter welche. Welche NPCs können wir hier noch ansprechen? Ich sehe gerade keine mehr. So, laut Karte ist hier noch irgendwo einer. Soll ich jetzt in die Bar gehen, um die Dinger zu verkaufen oder was? Mein Herr, brauchen Sie Streichhölzer? Oh nein, das ist eine andere Quest. Verdammt. Oh. Das ist das, wozu es gekommen ist. Hey, Barkeeper, gib mir ein weiteres. Rasiki-san, vielleicht ist das genug. Ach, komm schon. Du willst doch auch einen Drink haben, oder? Wenn du ich wärst. Es ist einfach zu viel. Es ist nicht gut für dich. Mach dir keine Sorgen, Mann. Das nächste ist das letzte. Ich schwör's. Versprichst du das? Okay, dann nur ein weiteres. Ha, mein Held. Du bist ein echter Champion. Das ist, warum du auf dieser Seite der Bar bist. Und ein Verlierer wie ich wird betrunken auf der anderen Seite. Aha. Der Mann ist ein bisschen mehr als nur ein bisschen angetrunken. Ich sollte mich besser fernhalten. Ja. Verdammt! Warte mal, ja? Du bist... Oh nein. Ach, du vergisst dein Telefon. Huh? Nein, ich habe meins hier. Das muss jemand anders gehören. Oh, ja, es gehört wahrscheinlich jemand, der viel zu betrunken ist. Sie sind einfach nur zurücksichtslos mit den Dingern, weißt du? Jemand wird es klauen und es gibt hier überall ganz viele schlechte Leute, weißt du? Und nicht alle von ihnen werden erwischt, das ist sicher. Huh. Sieht so aus, als wärst du ziemlich tief in der Flasche drin. Huh? Nun, das spielt keine Rolle, wenn ein Verlierer wie ich rücksichtslos wird. Niemand interessiert. Ja, sieht ziemlich deprimiert aus. Vielleicht möchte ich seine Geschichte hören. Nope. Ich muss Streichhölzer für das kleine Streichhölzmädchen verkaufen. Ich habe keine Zeit für solche Dinge. Okay, ich muss das also... Das können wir uns natürlich gleich anhören, diese seine traurige Lebensgeschichte. Aber erstmal verkaufen wir Streichhölzer für das kleine Streichhölzmädchen. Ach, guck mal, da hinten sind noch Leute, mit denen wir reden können. So, der Typ stand vorher nicht da. Guck mal, jetzt sind hier über die Dinge. Okay, wer ist das da hinten? Sag es bitte nicht, das ist die Mutter von dem kleinen Streichhölzmädchen, die ihre Tochter sucht. Warte mal, hier ist das hier noch. Ah, ich finde etwas. Du hast Karte Nummer B gefunden. Klasse. So, gute Frau. Gute Frau, würden Sie vielleicht gerne eine Packung Streichhölzer kaufen? Was soll das heißen? Bitte. Nicht. Jetzt mache ich kein Herz. Ich habe ja nicht vorgeschlagen, dich zu überfallen oder irgendwas. Bitte, könnten Sie eine kaufen? Bitte? Lassen Sie mich in Ruhe, ich schreie für Hilfe. Hey, Honigkuchen hier. Was ist denn hier los? Macht der Typ hier dir das Leben schwer? Ja, er fragt mich, nun, dass ich Streichhölzer kaufe. Streichhölzer kaufen? Was soll das denn heißen? Bestimmt irgendwas Abgefucktes oder irgendwas. Nein, und schau doch mal auf seine Sprache. Das sind ganz normale Streichhölzer. Für dieses kleine Mädchen hier. Möchtest du welche kaufen? Ach, hau ab, du Idiot. Und nimm deine Schlampentochter gleich mit. Nett. Was endet jetzt in einem Kampf? Schläger. Ja gut, wir sind hier, glaube ich, wir sind ja so oder so, glaube ich, schon im sagen wir so, Vergnügungsbezirk. Und das, die Ecke hier ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch die etwas rotlichtere Etage. Da kann man nicht verstehen, warum man vielleicht denken würde, dass wenn wir Streichhölzer verkaufen wollen, dass das irgendein Doppel-Nintendo ist. Yeah. Tut mir leid, ich kaufe ein paar Streichhölzer. Ja, du bist zu gütig. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich vergessen habe, dass ich welche brauche. Du hast eine Packung Streichhölzer verkauft. Also bis jetzt haben wir eine Packung Streichhölzer an jemanden verkauft, der sie wirklich gebraucht hat, oder? Naja, vielleicht ist der Typ neben dem Hostess-Club, vielleicht braucht der die Streichhölzer wirklich. Wow, vielen Dank. Es gibt noch eine weitere Box, die gekauft wird. Alles klar, dann helfen wir weiter, das Ding zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, die einfach alle zu kaufen. Das wäre auf jeden Fall das Leichteste gewesen, aber... Oh, Fotograf. Aha. Müssen wir nicht langsam mal alle haben? Das ist ein schöner Ort. Die Lavender, das Lavender Straßenrestaurant. Das ist gar nicht schlecht. So, jetzt gehen wir hier ganz langsam über die Straße und hoffen, nicht gehauen zu werden von diesen Typen, ne? Und rennen zu den Typen, in denen im Steger steht. Hallo, guten Tag. Wollen Sie ein paar Streichhölzer kaufen? Worum geht's denn hier? Bitte, ich möchte keinen Ärger haben. Warten Sie kurz. Ich versuche Sie echt nicht zu überfallen. Ich möchte nur ein paar Streichhölzer verkaufen. Bitte, Sir. Kaufen Sie jetzt ein paar Streichhölzer. Ah, es tut mir leid. Ah, und da rennt er hin. Was dachte er wohl, was hier los ist? Welches Video überfallen? Ah.
Der sieht ziemlich groß aus, ne? Ist sogar mehr als einer. Das scheint so, als hätte man tatsächlich, wenn man so, wenn man große Waffen in der Hand hat, hätte man so eine Art Hyperarmor und kann nicht mehr gegriffen werden. Das ist eigentlich saupraktisch. Das macht diese, das macht diesen City-Roller hier zur wesentlich besseren Waffe als zum Beispiel Fahrräder. Weil mit denen kann ich mal unterbrochen werden. Ich hab verloren. Ja, hast du in der Tat mal hier. Na gut, dann habe ich mir ja komplett umsonst vor sich eigentlich vorbeigestellt. Okay, wer bist du? Kann ich ja Streichhölzer kaufen? Meine Dame? Brauchen Sie ein paar Streichhölzer, gute Frau? Es gibt 100 Yen, eine Kiste. Aber wie kannst du das noch wagen? Du solltest dich schämen, hier versuchen, ehrenhafte Leute auszunehmen. Ich kaufe keine von deinen Streichhölzern. Irgendwie, wie ich da dich dazu bringen kann, das nochmal zu überlegen. Komm schon, kleine, kleine Lady. Frag sie auch. Entschuldigen Sie, Ma'am, würden Sie welche kaufen? Kennst du dieses Mädchen überhaupt oder hast du sie entführt? Nein, ich helfe ihr nur, bei ihrer Waren zu verkaufen. Hör zu, Kindchen. Hat dir dieser Mann nicht von deiner Familie entführt? Du kannst mir das erzählen. Ma'am, er ist bloß ein netter Mann, der mir versucht zu helfen. Es ist wirklich schwer, Streichhölzer selbst zu verkaufen. Ich denke, da war ich wohl etwas schnell dabei. Ich werde mich dafür revanchieren, indem ich eine Kiste kaufe. Oh, das wirst du. Vielen Dank. Vielen Dank, Lady. Und vielen Tag noch. Yay, wir haben alle Streichhölzer verkauft. Das war die fünfte Kiste. Ich habe alles verkauft. Vielen Dank. Das war's? Na gut. Gute Arbeit, kleine Lady. Du hast es geschafft. So, hast du jetzt genug für das Geschenk deiner Mutter? Ja, du warst eine großartige Hilfe. Ich werde es jetzt sofort kaufen. Ich bin sicher, deine Mutter wird sehr froh sein. Was wirst du hier kaufen? Eine Handcreme. Muttis Hände sind immer so trocken und faltig. Nee, gesprungen. Sie sagt, sie tun ihr weh, wenn es kalt ist. Klingt nach einem guten Geschenk dann. Aber wo verkaufen sie sowas? Ich kenne einen Laden, der es definitiv hat. Soll ich ihn dir zeigen? Ja, bitte. Jetzt sind wir hoffentlich gleich bei Don Quixote, nehme ich mal an. Wir sind sowas von bei Don Quixote. Die kostet aber nur 248, Madame. Ich kann Zahlen lesen. War's das jetzt? dieser Pinguin mit der Weihnachtsmütze, irgendwie ist sehr lustig. So, hast du dein Geschenk? Dann ist es ja nur noch, musst du es ja nur noch deiner Mutter geben. Ich frage mich, ob sie es mag. Natürlich wird sie das. Es ist ein Geschenk von deinem Herzen. Nun, sobald es getan ist, verkaufst du keine Streiche zu meiner Kate, okay? Nein, und das ist, warum ich ein Geschenk für dich habe. Du hast ein schützendes Amulett. Ich habe viel zu viel Zeug. Was soll ich nur damit machen? Dann packen wir halt diese Platinumplatte hier weg. Ich habe gar nicht so viel getan. Das war deine harte Arbeit, kleines Mädchen. Nein, du hast mir in so vielen Wegen geholfen und du bist sogar mit mir einkaufen gegangen. Das hat mich sehr froh gemacht. Heute hat es sich fast so angefühlt, dass der Papi wieder da gewesen. Wirklich? Dann bin ich auch froh. Bis dann. Schöne Weihnachten. Ja. Okay. Gut. Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Die ist nicht in der Kälte erfroren. Das ist ein Plus, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal.